Hallo zusammen, schön, dass ihr auch an Tag 2 unserer virtuellen Roadshow mit dabei seid. Es ist heute wieder einiges auf dem Programm, es wird spannend. Wir haben folgende drei Partner, die ihr da schon sehen könnt, mit dabei heute. Wir hören einmal Neuigkeiten von der Eurowings Discover, wir hören ein bisschen was zu den neuen USA-Verbindungen, die es da gibt. Wir gehen nach Fort Myers und nach Naples, nach Florida. Das heißt, das ist das, was heute so ansteht. Wir gucken einmal nochmal ganz schnell auf die technischen Hinweise, die wir haben. Das kennt ihr alle schon. Wenn ihr technische Probleme habt, alles ausschalten, was Internet braucht, das ist ganz wichtig. Ansonsten einfach mal versuchen, neu einzuloggen. Das löst alle Probleme. Das ganze Webinar wird aufgezeichnet, wie jedes Webinar von uns. Ihr kriegt alles im Nachgang, auch wenn ihr mal an einem Tag nicht live dabei sein könnt bei der Roadshow, bekommt ihr die Aufzeichnung auf jeden Fall von uns. Das heißt, ihr könnt euch alles in Ruhe nochmal anschauen. Wenn ihr Fragen habt, immer gerne über den Chat an uns wenden. Sagt uns Bescheid, wenn irgendwas nicht stimmt oder wenn ihr Fragen zur Präsentation habt. Und dann helfen wir euch da sehr, sehr gerne weiter. Von allen Partnern auch heute werdet ihr ein Follow-up kriegen. Das heißt, ihr habt die Kontaktdaten alle nochmal auf jeden Fall vorliegen. Und wenn da noch Infos fehlen oder nachgereicht werden sollen, dann kommen die auch mit dem Follow-up. So, das war der Schnelldurchlauf dieser Folie. Wir gucken uns nochmal ganz kurz an und jetzt schiebe ich mich einmal nach oben rechts aus dem Weg. Wer bei der Roadshow generell mit dabei ist dieses Mal, das heißt, ihr seht es schon, es ist sehr Florida-lastig, habe ich gestern schon gesagt. Und genau dahin werden wir auch heute gehen, wie gesagt. Das heißt, Fort Myers, Naples, beides an der Westküste wieder, ergänzend zu Crystal River, was wir gestern gehört haben, machen wir heute die Westküste komplett, gehen ein bisschen weiter in den Süden und gucken uns weiter Florida an. Das sind die drei Damen und Herren, die ich mir heute dazugeholt habe. Das sind einmal der Florian von der Eurowings Discover, einmal die Nadja und einmal die Anne, die mit dabei sind. Hallo. Hallo, guten Morgen. 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 Kommt ihr alle mit dazu? Sehr gut, hervorragend. Und ich würde sagen, bevor wir von Nadja und Anne ein bisschen Strandbilder gucken können und gucken, was es noch alles so Tolles in Florida zu erleben gibt, hören wir von Florian ein bisschen Neuigkeiten über die spannenden vielen neuen Verbindungen, die ihr habt mit Eurowings Discover. Aber wir haben uns auch eine Sache noch überlegt, Florian. Und zwar würden wir gerne einmal wissen, beziehungsweise von euch Teilnehmern würden wir einmal gerne wissen, habt ihr denn schon gehört, dass Eurowings Discover nach Fort Myers fliegt? Das heißt, ihr müsstet jetzt eine Umfrage aufgehen sehen. Ihr könnt da jetzt antworten. Wisst ihr, dass es diesen Flug gibt? Habt ihr ihn vielleicht sogar schon gebucht? Oder erzählen wir euch jetzt hier was ganz Neues? Das ist die spannende Frage, die wir an euch haben gerade. Ah, das sieht schon ganz gut aus, Florian. Ja, doch, auf jeden Fall. Also ich sehe, die meisten haben auf jeden Fall schon davon gehört, ein paar ihn auch schon gebucht. Sehr schön, das freut uns natürlich. Aber gut zu wissen, dass es doch ja, fast ein Drittel gibt, die noch nicht von der Verbindung gehört haben. Das heißt, es wird höchste Zeit, dass ich mich hier im Rahmen dieses Webinars mal vorstelle und Discover ein bisschen genauer, über Discover ein bisschen genauer informieren kann. Ganz genau. Ja, dann viel Spaß dabei. Vielen Dank. Okay, ja, auch nochmal von mir, guten Morgen in die Runde. Das erste Mal, dass wir als Visit USA Committee Mitglied hier an dieser Roadshow teilnehmen und freuen uns natürlich, jetzt die Gelegenheit wahrzunehmen, ein wenig über Discover erzählen zu können, aber natürlich insbesondere über unsere Strecken, die wir in die USA haben, erzählen zu können. Was ist Eurowings Discover? Ich glaube, die allermeisten kennen uns inzwischen bereits. Wir sind der neue Ferienflieger der Lufthansa. Das heißt, wir fliegen aus den Hubs Frankfurt und München heraus zu den Feriendestinationen weltweit. Das heißt, sowohl Langstrecke als auch in Europa Kurz- und Mittelstrecke. Darauf gehe ich gleich noch ein bisschen genauer ein. Wir fliegen aktuell mit 14 Flugzeugen schon, sind vergangenes Jahr im Juli mit 2 gestartet und planen diesen Sommer noch auf insgesamt 21 hochzugehen, haben uns also ein steiles Wachstum vorgenommen, ungefähr zu gleichen Teilen auf der Lang- und auf der Kurzstrecke. Ihr findet unsere Flüge unter dem IATA-Code 4Y,
aber auch immer unter dem Lufthansa-Code. All unsere Flüge haben auch immer eine Lufthansa-Flugnummer und sind daher im Grunde in allen Reservierungssystemen buchbar wie jeder andere Lufthansa-Flug. Wir sind schon etwas mehr als 1000 Mitarbeiter, hauptsächlich natürlich die Crews für die Flugzeuge, und werden dieses Jahr noch auf ungefähr 1500 hochgehen, sind dann also doch schon eine recht stattliche Airline im Laufe des Sommers, wenn wir dann quasi im vollen Betrieb sind. Florian, darf ich einmal ganz kurz stören? Irgendwie scheint dein Bild nicht anzukommen. Kannst du einmal deine Kamera vielleicht nochmal an und aus oder aus und wieder anmachen? Mal gucken, ja, ob es dann klappt. Bis jetzt sehen wir dich nicht. Ja, jetzt bist du da. Jetzt sehr gut. Perfekt, okay. Danke. Ich habe mich die ganze Zeit schön gesehen, aber ihr mich nicht. Okay, gut. Ein ganz wichtiges Thema, eine Frage, die natürlich ganz häufig kommt. Eurowings klingt jetzt gar nicht so neu, kennen wir schon seit vielen, vielen Jahren. Und was ist eigentlich der Unterschied zwischen Eurowings und Eurowings Discover? Der Unterschied ist eigentlich ganz leicht zu erkennen an den Flughäfen, aus denen wir herausfliegen. Das ist nämlich bei der Discover, sind das Rhein, Frankfurt und München. Das heißt, wir sind nur dort, wir starten sozusagen nur dort, wo es eben die Lufthansa mit dem gesamten Zubringernetz gibt, in das wir eben vollständig integriert sind. Die Eurowings, so wie man sie bisher kennt, arbeitet eben nicht mit diesen Lufthansa-Zubringern, sondern fliegt von im Grunde allen anderen deutschen Flughäfen heraus, eben sowohl zu Städtezielen als auch eben zu den klassischen Ferienzielen. Genau, und ansonsten vom Produkt her kann man auch sagen, unterscheidet sich Discover zu der Eurowings dahingehend, dass wir ein Full-Service-Konzept an Bord haben, analog der Lufthansa. Unser Produkt ist also genau an das der Lufthansa angelehnt und eben nicht an das der Eurowings. Das sind eigentlich so die Hauptunterschiede zwischen den zwei Airlines. Das Streckennetz. Ich habe es eben schon mal erwähnt. Wir werden im Sommer, wenn wir dann quasi alles anfliegen, wenn wir dann hochgefahren sind, werden wir bis zu 50 Ziele dieses Jahr anfliegen. Ihr seht es hier auf der Karte sehr gut. Wir haben auf der Langstrecke natürlich Nordamerika und den karibischen Raum, einiges in Afrika und dann natürlich auch ganz stark Europa, also das Mittelmeer, Nordafrika mit einmal Fokus Kanaren, aber natürlich auch Griechenland. Auch hier sehr, sehr viele Ziele in Griechenland. Und auch auf der Kurzstrecke relativ gleichmäßig werden die Ziele aus Frankfurt und aus München heraus jeweils bedient. Auf der Langstrecke ist der Fokus auf den Flügen aus Frankfurt. Hier fliegen wir nur vereinzelte Strecken erstmal aus München. Neben dem weltweiten Streckennetz ist natürlich für uns in dieser Runde hier heute Nordamerika, genauer gesagt die USA, ganz relevant, ganz wichtig. Hier fliegen wir, also in den USA, fliegen wir im Sommer 5 Ziele an. Das ist einmal Tampa und Fort Myers in Florida. Tampa fliegen wir bereits an, Fort Myers starten wir Ende des Monats, Ende März. Dann haben wir Las Vegas, starten wir auch jetzt Ende März, sowohl aus Frankfurt als auch aus München. Salt Lake City geht im Mai los und Anchorage startet dann im Juni, sodass wir dann im Sommer alle 5 Ziele anfliegen. Was erwartet die Gäste an Bord? Ich habe es eben schon mal erwähnt. Tatsächlich ist unser Produkt eben komplett vergleichbar mit dem der Lufthansa. Das heißt, diejenigen, die die Lufthansa Business Class oder auch die Swiss Business Class kennen, werden es hier auf diesen Bildern erkennen. Wir haben tatsächlich genau das gleiche Produkt an Bord wie eben unsere beiden Schwester-Airlines. Der Gast kann sich also auf das gleiche flache Bett, 2 Meter Länge, freuen. Auch da Getränke und Mahlzeiten sind tatsächlich ganz genau identisch mit der Lufthansa. Da wir aus den gleichen Flughäfen heraus operieren, wird tatsächlich bei uns auch einfach genau das gleiche Essen in die Flugzeuge geliefert. Deswegen das also tatsächlich vom Erlebnis her an Bord ganz genau das Gleiche.
So, da sehe ich eine passende Frage. Ich habe gerade das Thema Mahlzeiten erwähnt. Sind Sonderessen analog zur LH reservierbar? Aktuell gibt es bei uns noch keine Sonderessen. Das werden wir, ich hoffe, zu Beginn des Sommers, irgendwann Richtung Ende Q2, wird es ein Angebot geben. Wobei ich hier gleich einschränkend sagen muss, dass bei uns die Sonderessen über einen Service vorab bestellbar sind und kostenpflichtig sind. Also das ist eine Unterscheidung zur Lufthansa. Sonderessen, Sondermahlzeiten werden eben bei uns kostenpflichtig sein. Die Premium Economy haben wir jetzt endlich seit März auf allen Strecken auch verfügbar. In den letzten Monaten hatten wir noch nicht alle Flugzeuge umgerüstet, weswegen wir auch noch nicht flächendeckend dann auch überall die Premium Economy anbieten konnten. Das ist jetzt erledigt. Auch hier seht ihr wieder genau das Produkt, was man eben zum Beispiel von der Lufthansa schon kennt. Gleicher Sitzabstand, auch hier alles ganz ähnlich. Auch hier ist die Verpflegung, Getränke und Mahlzeiten inkludiert mit einer Einschränkung. Der normale Alkohol, Bier, Wein, Sekt ist in der Premium Economy inkludiert. Besondere Longdrinks oder ähnlich, die würden in der Premium Economy tatsächlich dann kostenpflichtig zur Verfügung stehen. Ich sehe, da kam noch eine Frage zur Business Class. Also so, genau, ja, so interpretiere ich das mal. Genau, also die Business Class ist in allen, also wir haben in zwei Flugzeugen haben wir die Business Class, die ihr auf der rechten Seite seht, also das Produkt, wie man es von der Swiss kennt. Und in allen anderen Flugzeugen haben wir das, die Business Class, wie ihr es auf dem linken Bild seht. Also genau quasi das gleiche Produkt wie bei der Lufthansa. Modernisiert, also es sind die gleichen Sitze. Wir haben natürlich frische Bezüge drüber gemacht. Wir haben alles ein bisschen, also das sind ja gebrauchte Flugzeuge gewesen. Wir haben natürlich alles aufgewertet und ja, modernisiert, aufgefrischt, renoviert und ein bisschen auf unsere Farben angepasst. Genau. Okay. So, bei der Economy Class, auch hier gilt tatsächlich wieder der gleiche Grundsatz wie in allen anderen Klassen. Gleicher Sitzabstand, alles so, wie man es kennt. Nur, dass wir noch ein Zwischenprodukt sozusagen eingeführt haben. Bei uns gibt es in der Economy Class in den ersten 3 bis 5 Sitzreihen unsere sogenannte Economy More Legroom. Das heißt, hier hat man 11 cm zusätzlichen Sitzabstand und kann diese Plätze dort eben über die normale Sitzplatzreservierung reservieren. Das ist also keine gesonderte Buchungsklasse, sondern man bucht eben Economy Class und kann dann wie einen Notausgangsplatz zum Beispiel, kann man dann eben diese Sitze in den ersten Sitzreihen mit mehr Sitzabstand reservieren. Alles andere, Gepäck, Verpflegung und so weiter, ist ganz identisch Economy. Das ist tatsächlich der Unterschied, dass es hier eben den zusätzlichen Sitzabstand gibt. Genau. Verpflegung ist in der Economy Class auch, sind alle Mahlzeiten und alle nicht alkoholischen Getränke inkludiert. Wer auf dem Langstreckenflug in der Economy Class etwas Alkoholisches trinken möchte, der kann das dann kostenpflichtig erwerben. Da du das Thema Sitzplatzreservierung gerade schon angesprochen hast, es kam eine Frage, wie das bei Buchungen über Veranstalter läuft, wie man da Sitzplätze reservieren kann. Genau, also über Veranstalter ist es ja in der Regel so, dass wir eben mit den Veranstaltern Kontingentgeschäft haben. Das heißt, in der Regel erfahren wir die Namen der Gäste, die dann auf diesen Plätzen, die sich der Veranstalter X reserviert hat oder vorab gekauft hat, diese erfahren wir erst wenige Tage vor Abflug, sodass auch erst dann, wenige Tage vor Abflug, das Ticket ausgestellt werden kann. Und eine Sitzplatzreservierung ist leider erst möglich, wenn das Ticket ausgestellt ist. Das ist vorab leider tatsächlich nicht möglich. In Ausnahmefällen kann über den Veranstalter eine vorzeitige Ticketausstellung angefragt werden. Das macht der eine Veranstalter lieber als der andere. Aber genau, das liegt tatsächlich einfach am Kontingentgeschäft und daran, dass die Veranstalter uns die Namen erst wenige Tage vor Abflug, je nachdem so 4 bis 7 vorher melden und auch erst dann ist leider die Sitzplatzreservierung möglich. Alles klar. Dann ist eine Frage noch hier zu den More Legroom Plätzen. Die sind wahrscheinlich gegen Aufpreis buchbar,
schätze ich. Richtig, oder? Genau. Ja. Auf den kürzeren Strecken sind das, also zum Beispiel Kenia oder auch ein Halifax sind ja so die kürzesten Langstrecken, die wir haben, da sind es 75 Euro. Auf den sehr langen Strecken, ich denke da an in Las Vegas oder an Panama oder an Mauritius, sind es 110 Euro pro Sitz und Strecke. Und dann eine sehr spezifische Frage, gibt es in der Economy-Klasse auch Kissen und Decken auf den Langstreckenflügen? Die Kissen liegen immer auf allen Plätzen aus. Decken gibt es bei uns auch käuflich zu erwerben. Die kauft man dann aber tatsächlich, die leiht man nicht aus. Und ganz wichtig, das sind ordentliche, wirklich dicke, sehr weiche, sehr kuschelige Decken. Also nicht die normalen, wie man sie aus dem Flugzeug kennt. Wir haben uns tatsächlich aus Nachhaltigkeitsgründen dafür entschieden, nicht die klassischen kostenlosen Decken auszugeben, weil die eben in der Regel nach 2, 3 Benutzung weggeschmissen werden. Die sind so dünn und billig, die kann man in der Regel gar nicht wirklich waschen. Und deswegen haben wir wirklich schöne, große, ordentliche, kuschelige Decken, aber die kosten 9,50 Euro. Kann man dann aber einfach mitnehmen und auch am nächsten Flug natürlich wieder mitbringen. Genau. Perfekt, super. Danke dir. Genau. Ja, dann sehe ich gerade, ist das nur auf der Langstrecke mit den vorderen Reihen mit mehr Sitzabstand? Also in der, die More Legroom-Sitze sind auf der Langstrecke, sind es eben immer vorne in der Economy, die ersten 3 bis 6 Sitzreihen. Auf der Kurzstrecke haben wir More Legroom an den Notausgängen. Das sind dann im A320 immer 2 Sitzreihen, eben die beiden Notausgangsreihen. Genau. Okay. Ja, ich habe das Thema Verpflegung schon erwähnt und das ist uns tatsächlich ein ganz wichtiges. Aus der Historie heraus mit der Eurowings-Langstrecke kennen es ja viele Kunden so, dass es dort eben keine Mahlzeiten oder keine Getränke inkludiert gab. Das ist bei uns ganz anders. Deswegen auch hier nochmal die ganz wichtige Message, weil da auch durchaus ja von den Kunden Fragen kommen. Wenn sie ursprünglich geplant hatten, mit einer Lufthansa nach Las Vegas zu fliegen zum Beispiel und jetzt ist es durchgeführt von Eurowings Discover, die Verpflegung ist die gleiche. Es gibt immer 2 Mahlzeiten für jeden Gast an Bord. Es gibt immer alle Softdrinks, wie gesagt, inklusive. Und zusätzlich unseren Discover-Cookie. Das heißt, nach der Hauptmahlzeit, nach der warmen Mahlzeit, wenn die Kunden dann dazu übergehen, sich etwas gemütlich zu machen oder Fernsehen zu schauen, gibt es eben noch zusätzlich den Cookie bei uns. Entertainment auch ganz wichtig, auch ein wichtiger Unterschied zu einem unserer Mitbewerber. Entertainment ist in allen Reiseklassen bei uns immer kostenlos, immer inkludiert, sowohl über den Bildschirm im Sitz als auch auf dem eigenen Endgerät. Man kann also auch über eine Cloud-Lösung auf dem eigenen iPad Nachrichten, Magazine, Filme und so weiter alles schauen. Ah, das ist natürlich perfekt. Das ist eine sehr gute Idee. Das wird gut ankommen. Ja. Okay, gut. Was mir, ich komme schon fast zum Schluss, noch ganz wichtig ist, Lufthansa Experts, viele von euch kennen das wahrscheinlich, das ist ja so das Reisebüro-Portal, das Infoportal der Lufthansa Group. Auch dort sind über uns alle Informationen veröffentlicht, alles verfügbar. Da kann sich also jeder anmelden und es lohnt sich. Darüber kann man nämlich auch unsere PEPs buchen. Also nicht nur für die Lufthansa-Flüge, sondern eben auch für unsere, sind dort für alle Flüge PEPs verfügbar in Economy und Premium Economy, standardmäßig mit 20% Discount. Es gibt aber auch immer mal Aktionen, wie zum Beispiel im vergangenen Januar, da waren es 40% Discount. Also es lohnt sich tatsächlich, sich dort anzumelden und immer mal auf dem Laufenden zu bleiben. Und dann natürlich noch ein weiteres wichtiges Thema. Wir sind neu, wir wollen uns jedem vorstellen. Wir möchten, dass ihr alle mal mit uns fliegt und dass ihr euch an Bord davon überzeugt, wie schön es bei uns ist. Deswegen veranstalten wir mit verschiedenen Reiseveranstaltern oder ihr seht es hier at XP Point oder der Velisano Stiftung, Femtrips, Seminarreisen. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten, auch im Rahmen solcher Reisen mit uns unterwegs zu sein. Und es lohnt sich immer tatsächlich hier zum Beispiel bei XP Point immer mal reinzuschauen. Da gibt es tatsächlich viele Möglichkeiten. So, ich habe gerade die PEPs erwähnt. Da kommt auch schon die Frage, keine PEPs auf Business Class. Genau, PEPs sind bei uns verfügbar auf Economy und Premium Economy. So, dann ganz zum Schluss noch das Thema Roadshow. Wir sind nächste Woche
ja, im Westen, Südwesten und in Süddeutschland unterwegs mit ganz, ganz vielen Partnern, auch ganz vielen Visit USA Members unterwegs, unsere Nord- und Mittelamerika- bzw. Karibik-Roadshow. Auch hier, ihr seht es unten, die Anmeldung verfolgt über XP Point, das ist unser Partner, die diese Roadshows für uns organisieren. Also von daher kommt gerne vorbei, informiert euch. In allen Städten ist es nach wie vor noch möglich, sich anzumelden. In der ersten Aprilwoche dann das Thema Europa und Nordafrika und im Mai, Europa und Nordafrika, genau, und im Mai dann noch Afrika und der Indische Ozean. Also von daher viele Veranstaltungen und wir freuen uns natürlich, so viel wie möglich von euch zu sehen. Ja, perfekt, super. Es sind tatsächlich noch ein paar Fragen da, die wir klären können. Eine Frage kam relativ am Anfang noch zu den Konditionen, ob es einen Unterschied macht, ob man jetzt einen Codeshare-Flug mit Lufthansa bucht, ob man über euch direkt bucht, ob da irgendwelche Dinge zu beachten sind quasi. Nee, macht tatsächlich gar keinen Unterschied. Also von den Tarifen her und was in den jeweiligen Tarifen inkludiert ist oder nicht, ist es alles komplett identisch. Die Preise sollten auch immer ganz genau identisch sein. Also von daher keinerlei Unterschied. Ja, perfekt. Sehr gut. So, dann hatten wir eine Frage, ob es bei den Langstreckenflügen auch Rollstuhlfahrertoiletten gibt. Ja. Es ist mindestens eine Toilette im Flugzeug, ist immer quasi groß genug. Genau. Perfekt. Bietet ihr WLAN an Bord an? Die Frage kam noch. WLAN haben wir nicht. Wir haben, wie gesagt, diese Onboard-Cloud, mit der man eben Inhalte streamen kann, aber WLAN haben wir nicht an den Fliegern. Ja, perfekt. Und dann zu den Mittelstreckeflügen, ob es da auch Business und Premium Economy in der Regel gibt. Mhm. Business gibt es auch. Tatsächlich, wie man es von der Lufthansa kennt, vorne in den ersten Reihen und der Mittelplatz bleibt immer frei. Premium Economy gibt es tatsächlich nur auf der Langstrecke. Ja, perfekt. Sehr schön. Dann, eine Frage war noch, warum ihr nicht mehr nach Mauritius fliegt samstags. Ich weiß nicht, ob das hier den Rahmen sprengen wird für das Webinar. Das geht ganz schnell. Das ist der Sommerflugplan. Wir haben im Sommerflugplan ursprünglich geplant, 3/7 nach Mauritius zu fliegen. Jetzt sind es nur noch 2-mal in der Woche von Ende April von Anfang Mai bis Anfang Oktober. Genau, das liegt einfach daran, Mauritius ist jetzt im Winter nicht so sehr, sehr gut gelaufen, sowohl bei uns als auch bei der Condor. Der Markt war einfach generell etwas schwach, weswegen wir uns vorausschauend auf den Sommer frühzeitig dazu entschieden haben, dort die Kapazität etwas runterzufahren, weil der Sommer ja auch eher ein bisschen weniger Hauptsaison auf Mauritius ist und wir einfach andere Ziele haben, die deutlich mehr Nachfrage haben. Deswegen jetzt im Sommer nur noch 2-mal in der Woche nach Mauritius. Ja, perfekt, haben wir das auch geklärt. Sehr schön. Ich glaube, dann haben wir alle Fragen abgearbeitet, die gerade im Chat aufgekommen sind. Vielen Dank, Florian. Du kannst ja immer noch mal ein Auge auf den Chat haben, ob noch irgendwas reinkommt. Oder auch, wenn ihr natürlich auch noch Fragen habt, schreibt sie gerne noch in den Chat. Florian ist noch da. Ansonsten vielen Dank. Genau, besucht Florian und seine Kollegen auf den Roadshows, die ihr hier sehen könnt, nächste Woche und in den folgenden Wochen. Das heißt, da könnt ihr dann natürlich auch noch mal ganz, ganz anders das Produkt kennenlernen im Live-Gespräch. Ansonsten danke dir, Florian, für die interessanten Infos. Vielen Dank. Wir machen weiter. Wir gehen an die Westküste Floridas. Wir gehen mit Nadja nach Fort Myers, die anders aussehen als bisher. Ja, dazu komme ich auf jeden Fall. Hallo auch nochmal von mir. Schön, so viele bekannte Namen zu lesen. Genau, ja, auf jeden Fall. Schön, dass ihr am zweiten Tag unserer WUSA Virtual Roadshow nochmal dabei seid. Und ja, einige, wie gesagt, kenne ich schon. Freue ich mich, dass ihr heute nochmal dabei seid. Zusammen natürlich mit der Anna und mit dem Florian. Natürlich sehr ergänzend für den neuen Flug, auf den wir uns wirklich sehr, sehr freuen, der jetzt in wenigen Wochen losgeht. Und wie die Umfrage schon dargestellt hat, ist, dass einige den Flug auf jeden Fall schon kennen, auch schon gebucht haben. Und die weder das eine noch das andere bisher haben, genau, dann lernt ihr heute noch ein bisschen was dazu. So, genau, ja, nur noch mal ganz kurz zur Vorstellung. Mein Name ist Nadja Bourgeau und ich bin der Sales and Marketing Representative für Myers Island Beaches and Neighborhoods. Zu dem Namen komme ich auf jeden Fall noch mal, falls jeder sagt so, was ist da los? Aber das kläre ich auf jeden Fall gleich. Genau, nur noch mal ganz kurz zur regionalen Einordnung. Ist für euch auch super ergänzend, natürlich gut zu wissen mit dem Flughafen. Das seht ihr linker Hand auf der Karte ganz gut.
wo die Eurowings Discover auf jeden Fall dann landen wird bei uns in der Region. Also ihr seht, das Flugzeug in linker Hand, also das Kürzel RSW, auf jeden Fall sehr wichtig bei der Flugabfrage. Und interessant auf jeden Fall und wichtig zu wissen, weil viele kennen sicherlich bei uns die Hotels, die auf Fort Myers Beach sind, aber auch auf Sanibel. Also der Weg von Flughafen direkt zu den Hotels, sage ich mal, bei wenig Verkehr eine halbe Stunde, bei ein bisschen mehr Verkehr ungefähr 40 Minuten ist man vom Flughafen an den ganzen Strandhotels. Aber auch so von der Distanz her wichtig zu wissen, von Miami nach Fort Myers fährt man circa 2,5 Stunden. Und von Tampa sind es 2 Stunden und Orlando sind es 3 Stunden. Einfach nur so ein bisschen die Einordnung. Genau, bis dato war ja die Anbindung auf jeden Fall super mit via den US-Drehkreuzen. Aber jetzt natürlich Eurowings Discover buchen, weil jetzt geht's direkt. Und dann können eure Gäste entsprechend innerhalb Deutschlands oder auch natürlich Österreich und der Schweiz, wo die Gäste entsprechend herkommen, mit entsprechend dem Drehkreuz in Frankfurt und dann direkt in Fort Myers landen. Und ganz wichtig zu wissen, es liegt uns sehr am Herzen, dass ihr das auch wisst, also wir gehen auch seit letztem Jahr im Oktober, wer es von mir noch nicht erfahren hat, wird der Flughafen unterzieht sich einer Expansion, also er wird modernisiert. Das ist ein 3-jähriges Projekt, was in verschiedenen Abstufungen gemacht wird. Und was es dazu dienen soll, ist, dass natürlich bisher war es immer recht gebündelt, die Möglichkeiten, was zu essen oder was zu trinken oder die Geschäfte. Und es wird auf 164.000 Quadratmeter Fläche wird komplett modernisiert, dass alles etwas gestreckt, dass das an verschiedenen Stellen alles verfügbar ist, tolle neue Shops und so weiter, dass einfach auch die Erfahrung oder das Erlebnis am Flughafen natürlich schöner für den Gast gemacht wird. Das ist ganz wichtig zu wissen. Du hast eben das Thema, man soll die Gäste dahin buchen, angesprochen. Wir hätten eine Frage noch, die wir euch stellen möchten. Und zwar, habt ihr denn, seit die Grenzen wieder offen sind, Fort Myers gebucht in der letzten Zeit? Ich gebe gerade mal die Umfrage frei. Wir haben ein paar Optionen euch gegeben. Habt ihr direkt im November, Dezember, beziehungsweise jetzt im Winter Kunden gehabt, die gebucht haben? Für Ostern, für Sommer, für den Herbst erst 22, habt ihr schon jemanden gebucht? Das würden wir gerne wissen. Oder ist das noch nicht der Fall gewesen und ihr wartet jetzt darauf, dass ihr die Infos aus dem Webinar nutzen könnt, um jedem Kunden, der reinkommt, Fort Myers anbieten zu können. So, wir gucken mal. Also der Sommer hat ein bisschen was zu bieten. Ich würde sagen, eine Buchung gab es direkt für November, Dezember, sieht so aus. Wir gucken mal. Das ist echt spannend. Genau, Nadja, du hast auf jeden Fall noch Luft nach oben. Du kannst ein paar Tipps geben, dass auch die restlichen noch ihre Kunden nach vorne kriegen. Ja, dafür sind wir da, oder? Ja, also ich glaube, um einen groben Einblick zu kriegen, ist das erstmal ganz gut. Also 70% von euch ungefähr haben es noch nicht gebucht wieder, aber das heißt 30% haben schon eine Buchung. Das ist ja auch schon perfekt. Mal sehr schön. Gut. Und dann eine Frage noch. Wart ihr selber denn schon mal in der Region? Ja. Genau. Also da ist jetzt eine neue Umfrage aufgegangen. Wart ihr in den letzten 5 Jahren, innerhalb der letzten 5 Jahre da? Ist es schon länger als 5 Jahre her? Nein, noch gar nicht. Oder nein, ich möchte aber unbedingt hin. Das sind die Optionen. Ja, sieht ganz gut aus. Auf jeden Fall über die Hälfte war schon in Fort Myers, Nadja. Super, das freut mich immer zu hören, zu lesen und genau, spannend. Ich finde das jedes Mal sehr spannend, auf jeden Fall. Klasse. So. Ja, perfekt. Ich glaube, perfekt. Ja. Da können wir abschließen. Perfekt. Super, danke euch für eure Antworten, auf jeden Fall. Genau, ja, die spannende Frage, einigen hatte ich es schon erzählt, aber wie der Christian schon angedeutet hat, wir haben uns, startet bei uns mit vielen Neuigkeiten rund um unsere Region, denn viele kennen uns seit Jahren als The Beaches of Fort Myers und Sanibel und das ist nicht mehr. Und ab jetzt sind wir Fort Myers Island Beaches and Neighborhoods und im Rahmen des Rebrandings wurde außerdem auch die Webseite überarbeitet, die seht ihr oben rechter Hand eingeblendet. Und es wurde auch eine neue Destinationsbroschüre
eingeführt. Also viele kennen bestimmt unseren Lonely Planet, hatte den bestimmt schon einige Male bei sich im Briefkasten, weil ihr ihn bei uns angefragt habt. Wir haben auch da eine neue Broschüre, eine wirklich spannende, neu gemachte Broschüre. Aber ja, es verbirgt sich dahinter. Viele kennen sicherlich Fort Myers Beach, Sanibel und Captiva. Und worum es uns ging bei diesem Rebranding, ist halt eben, ja, dass halt einfach diese fünf Grundpfeiler, dass es geht darum, halt Abwechslung und dass wir eine Region sind mit Abwechslung, Engagement für die Natur, Verbindung zum Wasser, Gemeinschaft sind und ein aktiver Lebensstil. Und es geht einfach darum, ein gesamtes Reiseziel als Gesamtes zu präsentieren und halt auf jeden Fall auch das Gemeinschaftsgefühl. Und im Zuge dessen eben, ja, wird es auch auf der Seite super gut dargestellt. Also das ist, könnt ihr gerne mal stöbern. Man sieht es rechts oben in dem Bild vielleicht so ein bisschen, dass das jetzt so unterteilt ist, wirklich die Islands, die Beaches und die Neighborhoods einzeln dargestellt werden unter den thematischen Aspekten. Und das ist wirklich ganz spannend. Das ist für mich nach wie vor spannend, jetzt natürlich im Zuge des Kennenlernens der neuen Webseite einfach zu gucken. Und es wird einfach anders dargestellt. Also guckt es euch gerne an. Und wenn Fragen sind, natürlich sagt Bescheid. Und es sind auch, das Rebranding auch neue Farben, einfach leuchtendes Pink und Gelb und einfach die Farben verbinden die Natur und die Landschaft mit der Umgebung Fort Myers und einfach die Lebendigkeit, die das Reiseziel eben ist. Und im Zuge dessen haben wir auch mit einer Marketingkampagne gestartet, It's a Good Day, denn wir sagen, jeder Tag ist ein guter Tag, um eben die Inseln, Strände und die Orte von Fort Myers zu erleben. Und wie der Urlauber auch immer seine Tage bei uns verbringt, sie werden gut sein. Somit sind wir quasi mit dem Rebranding gestartet. Genau. Ja, einfach nochmal kurz ein Refresher, wer es vielleicht nicht mehr weiß, unsere Region, was uns auszeichnet, die 100 vorgelagerten Inseln, die 300 Kilometer Wasserwege, 40 Kilometer Radweg, allein auf Sanibel, über 80 Kilometer Sandstrände und natürlich jede Menge Möglichkeiten, die Gäste entsprechend zu buchen, entsprechend im Hotel, Resort, Kondominium, Ferienhaus. Davon haben wir wirklich eine ganz, ganz tolle Auswahl durch die ganze Region eben verteilt und einfach rund ums Jahr tolle Wassertemperaturen und natürlich auch in der Luft genauso wirklich sehr warm von Januar bis Dezember. Sollen wir uns zur Einstimmung mal ein paar bewegte Bilder anschauen, wie das Ganze so aussieht? Gute Idee, ja, auf jeden Fall. Sehr schön. Ich bin immer großer Fan von Videos, wo nicht 10 Szenen in 5 Sekunden gezeigt werden, sondern wo man wirklich mal entspannt auch verarbeiten kann, was man gerade sieht. Nee, sehr entspannt, sehr gemütlich. Schön. Auf jeden Fall. Ja, hoffe, euch hat's gefallen. Danke dir, Christian. So, genau. Also wie gesagt, also Region, viel Platz, viel Wasser, viel Strand. Und wir freuen uns natürlich, dass seit einigen Monaten wieder in die USA eingereist werden kann. Und eben die Möglichkeit, es gibt bei uns die Natur in vollen Zügen zu genießen, sei es beim Muscheln sammeln, sei es natürlich tolle Strandtage bei uns zu verbringen, die Natur
Flora und Fauna zu sehen, sei es von unseren Wildvögeln über 245 verschiedene Arten, aber auch von Mai bis Oktober die Schildkröten bei uns an den Stränden zu sehen, die eben in dieser Zeit ihre Eier legen und auch schlüpfen. Also kann ich nur sagen, es ist einfach natürlich nach so langer Zeit einfach auch Platz zu haben und davon haben wir jede Menge. Genau, Naturschutz natürlich auch ein sehr großes Thema. Auch bei uns ist Nachhaltigkeit und Naturschutz eine oberste Priorität und hat einen hohen Stellenwert. So ist es so, auf Sanibel und Fort Myers Beach wurden ein Verbot von Plastiktrinkhalmen ausgesprochen, um eben die Auswirkungen auf die Natur und die Meeresfauna zu schützen. Und so müssen auch an unseren Stränden abends die ganzen Sonnenliegen und Sonnenschirme entsprechend von den Stränden entfernt werden, dass vor allem auch im Mai und zwischen Mai und Oktober, wenn die Schildkröten schlüpfen, sie entsprechend auch natürlich ungehindert zum Wasser hinaus gelangen können. Und jetzt ist es auch so, auch das bezüglich Sanibel, wer es kennt, weiß, dass bei uns ist auch nichts hoch gebaut, kein Haus höher als die höchste Palme, keine Ketten auf Sanibel und Captiva und auch keine Verkehrsampeln. Auch hier anlehnend natürlich an die Tierwelt, dass kein künstliches Licht sie abends eben dazu bringt, in die falsche Richtung zu gehen. Genau, Fahrradfahren. Also ist wirklich ich schnapp mir jedes Mal, wenn ich da bin, ein Fahrrad, weil es einfach das beste Transportmittel ist, finde ich. Wenn man in der Region ist, auf Sanibel und Captiva zum Beispiel, wie schon erwähnt, die 40 Kilometer Fahrradwege. Es ist alles sehr flach, sehr einfach. Es gibt immer wieder die Frage nach E-Bikes. Der höchste Punkt auf Sanibel ist eine Fußgängerbrücke, also eine klitzekleine, die über einen kleinen Wasserkanal drüber läuft. Das ist der höchste Punkt. E-Bikes braucht man meines Erachtens nicht, aber auch hier die Frage, ja, es gibt Möglichkeiten, diese auszuleihen. Es gibt lokale Anbieter, wo man sich ein Fahrrad leihen kann. Aber auf jeden Fall, die meisten Hotels und Resorts bieten diese kostenlos zur Nutzung an. Ja, sportlich aktiv, also Kajaken und Fahrradfahren sicherlich unsere beliebteste Aktivität, aber auch der Golfer kommt bei uns nicht zu kurz. Über den 50 öffentlichen Golfplätzen, die man hier buchen kann. Hier ein kleiner Tipp, auf jeden Fall vorab auch online bei den Golfplätzen schauen, weil oft ist die Tee Time dort günstiger zu bekommen. Und was ich ganz spannend finde, wer das selbst aktiv betreibt, ist Yoga. Also habe ich immer wieder in letzter Zeit die Frage gekriegt, oh, das sind ja tolle Bilder, wo kann man denn Yoga betreiben? Also es gibt jede Menge Möglichkeiten, Yoga zu machen. Aber was ich ganz spannend finde, ist in den Everglades, Wonder Gardens in Bonita Springs, gibt es Yoga mit Pfauen. Und da nimmt die Taubenposition, wer sie kennt, eine ganz neue Bedeutung, während man die macht, dass die Pfauen um einen herum laufen, während man Yoga betreibt. Und dieser Kurs wird morgens angeboten, bevor der Wonder Everglades Wonder Gardens überhaupt aufmacht. Wer denn es interessiert, ich habe eine ganz tolle Infoübersicht zu diesen ganzen Spa- und Yoga-Aktivitäten in unserer Region, schicke ich gerne zu. Genau, Kulinarik auch bei uns ganz groß. Sei es im Bubble Room die tollen Torten essen oder unser Pink Gold, was in jeglicher Form auf allen Speisekarten zu bekommen ist. Und auch hier bei den tollen Temperaturen, bei unseren tollen Eisdielen auch mal ein Eis essen. Also ich finde im Urlaub, ja, finde ich das einfach toll, einfach auch mal die lokale Küche auf jeden Fall zu testen. Genau, unser Edison and Ford Winter Estates, natürlich unsere Hauptattraktion in der Region, aber ganz wichtig für euch zur Info natürlich, während die Grenzen geschlossen waren zum internationalen Tourismus, aber jetzt natürlich wieder möglich, wurden die deutschsprachigen Führungen eingestellt, aber die gibt es jetzt wieder und derzeit einmal die Woche immer mittwochs, gut zu wissen. Genau, Farmers Markets in der Region finde ich immer wieder ein ganz spannendes Thema, weil natürlich das Thema von Ferienwohnungen, Ferienhäusern und der Selbstversorgung ein Thema ist. Natürlich habe ich gerade von Restaurants gesprochen, aber wenn man vielleicht mal mittags oder abends mal nicht ins Restaurant gehen möchte, es gibt durch die Region verteilt in Fort Myers Beach, im Cape Coral, in Fort Myers selbst, Sanibel, zu gewissen Wochentagen unsere Farmers Markets, wo man lokale Produkte bekommen kann, sei es frischen Fisch, der direkt hier vor den Inseln gelagert, draußen bei uns im Meer gefischt worden ist oder halt eben frisches Obst und Gemüse oder frisch gemachte Guacamole, also und, auch frisches Brot auf den Märkten. Also es gibt Möglichkeiten, sich hier
ganz tolle Sachen zu kaufen, aber auch natürlich sich unter das lokale Volk zu mischen. Das finde ich auch immer sehr spannend. Outlet Shopping, ich glaube, es gehört dazu. Jeder mag es, jeder liebt es. Haben wir auch bei uns, wer es noch nicht kennt, die Miramar und Sandy Bay Outlets. Ich war erst im Januar wieder in den Miramar Outlets. Also ich finde es wirklich ganz, ganz toll. Tolle Geschäfte von Michael Kors, Abercrombie & Fitch, Tommy Hilfiger und. Kann man hier ganz toll einkaufen gehen. Und Sandy Bay Outlets ist ein bisschen näher in der Region drin, ein bisschen näher an Sandy Bay Island dran, ein bisschen kleiner, aber auch hier die Möglichkeit, seine Lieblingsprodukte zu bekommen. Ja, die News oder was ich mitgebracht habe, wie erwähnt, ich war Anfang Januar war ich da, auch in Matt Lachey, wer es noch nicht kennt, ist unser Künstler- und Fischerdorf. Muss man von Cape Coral rüberfahren Richtung Pine Island und auf dem Weg eben Matt Lachey. Also es ist wirklich ganz, ganz toll, hier wirklich farbenfrohe Häuser zu sehen. Und ich war auch unter anderem bei Leoma Lovegrove in ihren Gardens. Das ist wirklich sehr farbenfroh, sehr bunt, macht jedes Mal immer wieder Spaß. Und es gibt eben die Möglichkeit, das Haupthaus zu betreten. Wer es noch nicht kennt, kann man ihre Originalwerke erwerben oder halt auch eben die Drucke davon. Aber auf jeden Fall nicht vergessen, durch das Haus durchzugehen, in den Garten hinaus, wo eben diese Stücke zu sehen sind. Ja, auch Schelling. Jedes Mal muss ich mal Fotos bringen. Es war auch jetzt wieder toll, das Schelling zu betreiben. Das sind alles meine mitgebrachten Bilder. Wir hatten am Vorabend ein bisschen Regen, ein bisschen Unwetter draußen, sage ich mal, über die Nacht hinweg. Und das hat wirklich abertausende Muscheln an den Strand gespült. Und ich erwähne immer wieder, wer bei meinen Webinaren schon dabei war, natürlich darin, wo Muscheln noch ein Tier zu Hause ist, wo die Muscheln noch leben. Hier sieht man es ganz toll an den Bildern, so sieht es aus, die natürlich wieder zurück, ganz sachte zurück platzieren und die Muscheln sammeln. Und ich habe hier ein paar von meinen Exemplaren, wer es durch die Kamera sehen kann, vielleicht, meine Muscheln mitgebracht. Also das ist wirklich ein ganz tolles, ganz tolle Erinnerung an den Urlaub, der auch kostenlos ist. Ja, ich finde, es ist auch immer wichtig zu wissen einfach, dass es jetzt nicht, wie du sagtest, ein Bild aus dem Katalog ist, wo das einmal im Jahr so ist, sondern das ist Alltag quasi. Genau. Und ein Tipp, den ich euch auf jeden Fall auf den Weg geben kann, in dem Fall war das jetzt ein bisschen gestürmisch draußen auf dem Meer, dass somit alles aufgewirbelt worden ist. Aber was ganz toll ist, auf jeden Fall, wenn Flut ist und entsprechend wieder das Wasser hinausgeht, da haben wir zum Beispiel im Lover's Key State Park wirklich die wunderschönsten Muscheln gefunden, weil eben natürlich der Sand die Muscheln etwas zudeckt und wenn das Wasser wieder hinausgeht, natürlich die Muscheln abgedeckt werden. Genau, Kayaking, ich ganz kurz habe ich Bilder von mir mitgebracht. Es war wirklich ganz toll. Wir sind mit dem Kajak, mit dem Tandem, ich habe meine bessere Hälfte mitgenommen und es hat wirklich super, super Spaß gemacht, das mal wieder zu machen. Kleiner Tipp nachzufragen, entsprechend natürlich Ebbe und Flut. Wir haben gesagt, wir gehen hinaus. Wir sind leider etwas stecken geblieben. Also das war jetzt nicht, ja, wir sind, wie ihr seht, am ersten Bild war noch alles gut. Und es ist einfach so gewesen, wir sind an eine Stelle gekommen, wo die Wurzeln von unten den Boden durch die Mangroven ein bisschen nach oben gedrückt haben. Und leider hatten wir Pech, durch das Tandem etwas hängen zu bleiben. Aber es war lustig. Kurzzeitig war das halt im Gesamt, wie lange dauert das denn? Aber ja, etwas abgewartet, aber so auch wirklich ein Ausflug zum Erlebnis geworden. Ihr habt es ohne Ehekrise gemeistert. War haarscharf, nein, alles gut. Es hat echt Spaß gemacht. Aber das auf jeden Fall vorher nochmal kurz nachfragen. Genau, und ja, Sonnenuntergänge, wie sie nur bei uns sind. Linker Hand waren wir auf Fort Myers Beach im Shuckers. Das ist echt ein ganz tolles Restaurant, wo man toll mittags und Abend essen kann. Und da sitzen wir etwas auf einer Empore oben, genießen unseren Sundowner. Und rechter Hand ist das Captiva Island beim Mucky Duck. Also da sitzen wir wirklich schön auf so einem Sonnenstuhl und genießen hier den Sonnenuntergang. Und das war wirklich ganz, ganz toll. Und noch zu guter Letzt noch ein kleines Video, bevor wir zum Abschluss kommen, Christian. Thank you.
Oh, schön. Ja, when you need me, I'm there. Ich brauche definitiv Strand, auf jeden Fall. Ja, genau. So. Ich bin ein bisschen neidisch auf dich, dass du schon da warst. Jetzt in ja, Zeit. Das war echt ganz schön, war schön im Januar, als es hier doch recht kalt war. Genau. Ihr seht es, linker Hand. Also viele kennen den schon, unseren Lonely Planet, den wir zuletzt hatten. Das wird ein Ausläuferprodukt werden. Also die es schon wissen, wie ihr mich erreicht, wo ihr den anfragen könnt. Und ihr seht hier links auf der Folie, wie der neue aussehen wird. Ich habe ihn noch nicht vorliegen. Er sollte bald kommen. Könnt ihr gerne nachfragen. Ich sag mal natürlich, das neue Rebranding, der Inhalt, die Region an sich hat sich ja nicht verändert, aber natürlich die neue Marke. Also jederzeit gerne anfragen, schicke ich euch kostenlos zu. Folgt uns auf Facebook, Instagram. Wir haben einen neuen Hashtag, My Fort Myers. Auch hier sich Inspiration holen. Wir haben wirklich eine sehr aktive Social Media Kollegen. Also es lohnt sich hier, sich inspirieren zu lassen. Und genau, freue mich natürlich auf viel Besuch bei uns und wir sind da. Genau. Perfekt. Ja, danke dir. Es sind ein paar Fragen gekommen. Ja. Einmal der Klassiker zum Thema Mücken, Mückenschutz bei den Ferienhäusern. Wie sieht's aus? Gibt es da eine geschützte Terrasse, Veranda oder? Also mir ist noch kein Ferienhaus bei uns in der Region über den Weg gelaufen, das keinen Screened-in-Porch hatte. Also viele von euch kennen sicherlich die Ferienhäuser auf Cape Coral, also die mit Pool und die sind alle. Also klar kann ich nicht meine Hand auf ins Feuer legen, dass es nicht ein paar einzelne gibt, aber an sich schon, eigentlich schon. Also grundsätzlich das Thema Mücken besteht, es ist viel Wasser, es ist eine warme Region, aber das jetzt nicht schlimmer aus, oder anders als im Restaurant. Nee, Also auch sehe ich die Frage bezüglich mit dem Mückenschutz, also lehnt es jetzt an die Screen Porches, also ich sag jetzt auch mal bezüglich des Mückenschutzes mit dem Spray, wenn man natürlich zur Abenddämmerung und so, das ist ja auch überall, kennt man das ja oft bei Abenddämmerung entsprechend mit dem feuchten Klima. Wir sind halt ein tropisches Gebiet, das bleibt halt einfach nicht aus. Ja, ja, perfekt. Was wollte ich gerade sagen? Ach so, Thema Mückenschutz, ich kann es nur immer wieder wiederholen. Geht in den Supermarkt, geht in Walmart oder was auch immer in den USA, kauft euch das dunkelgrüne Off. Deep Woods heißt es, glaube ich, oder Deep Forest. Das ist das Beste, was ich bis jetzt gefunden habe. Das hilft eigentlich immer, egal was passiert. Ja. Das wäre so mein Tipp. Wie hieß das Restaurant eben, was du beim Sonnenuntergang gezeigt hast? Also das linke Hand, das Bild, wo man so ein bisschen im Park gesessen hat, das ist das Shuckers in Fort Myers Beach. Das ist relativ weit oben gelegen von Fort Myers Beach, relativ weit oben im Norden. Also das ist von da, also wirklich fußläufig zum Fort Myers Beach Pier. Also das ist da gelegen und wie ihr gesehen habt anhand der Bilder, man kann auch unten auf Strandebene, also im Sand sitzen oder halt eben oben. Und da hatten wir wirklich vor uns so ein kleines Geländer mit so einem kleinen Tisch und da haben wir gesessen auf unserem Hochstuhl und haben entsprechend, perfekt, Christian, vielen Dank. Und rechter Hand das Mucky Duck. Also das ist ganz oben in Captiva Island gelegen und auch da sehr bekannt für seine Sunset Celebration. Also das lohnt sich auch da auf jeden Fall mal hier so ein Sunset zu genießen. Und ich sehe auch die Frage von der Daniela bezüglich, wie warm war es bei euch im Januar? Im Januar hatten wir 28 Grad. Also das war richtig warm dieses Jahr. Ich war über die Feiertage auch da und wir hatten einen verhältnismäßig warmen Dezember, was vielleicht ein bisschen untypisch ist. Aber ich würde sagen, Dezember, Januar kann man sich so zwischen 24, 26 Grad einstellen. Also das war schon schön. War schon schön, ja. Kann man so sagen, ja. Eine Frage gab es noch zu Delfin-Watching. Ich weiß, Anne wird da gleich auch nochmal drüber sprechen. Gibt es das auch bei euch? Ja, Barbara schicke ich dir gerne, also füge ich gerne in mein Follow-up rein. Dann kann jeder davon darüber informiert werden, aber stelle ich gerne ein paar oder einige Touren zusammen, mit wem man das alles machen kann, wenn das für dich okay ist. Ja, genau. Super. Perfekt, danke dir. Ich glaube, dann haben wir jetzt alle offenen Fragen erstmal abgearbeitet. Wenn auch was kommt, genau, du bist ja auch da, guckst nochmal in den Chat rein. Ansonsten haben wir gleich auch nochmal Zeit für Fragen. Dann super, Nadja, vielen, vielen Dank.
Genau, und noch kurz ergänzend, der Florian hat es vorgestellt, wir sind ja nächste Woche auf der Eurowings Discover Roadshow. Wer noch nicht angemeldet ist, ich bin auch dabei. Gerne können wir Fragen auch dann persönlich klären. Ja, perfekt. Danke dir. So, und wir gehen ein bisschen weiter an der Küste, an der Westküste Floridas mit Anne. Hallo. So, hallo. Naples, Marco Island und Everglades. Das ist dein Thema. Sehr schön. Wunderbar, hallo, zu guter Letzt, jetzt geht's, wie der Christian schon gesagt hat, einmal noch ein bisschen südlich. Ich mache euch auch gleich die Map auf. Ah, ich muss hier auf den Bildschirm klicken. Nochmal kurz zu mir, hier sind alle E-Mail-Adressen, auch nochmal Facebook und Instagram-Link. Auch bei uns ist super viel, also ganz viel los auf der Instagram-Seite von vor Ort, von Gästen, die gerade da sind und so. Also kann man sich auch richtig gute Inspiration holen. Und genau, jetzt waren wir mit der Nadja hier in Fort Myers und wo auch der internationale Flughafen ist, mit dem die Eurowings Discover jetzt dann ja dreimal fliegt, dies ab 28. März. Davon profitieren wir auch, denn der Flughafen ist nur 35 Minuten von Naples entfernt und es ist natürlich ein super Geschenk, dass die Eurowings Discover da jetzt dann dreimal direkt ab Frankfurt fliegt. Wie die Nadja schon gesagt hat, ist ein toller Flughafen, toll, dass er auch noch Renovierung, Expansion macht, weil ich liebe den Flughafen persönlich. Man ist direkt schon am Auto, am Rental Car Service und direkt, wenn man rausfährt, kommt man dann auf einen ruhigen Highway und es ist nicht gleich so viel Action wie an anderen Flughäfen. Deswegen, persönlich mag ich den auch ganz gerne. Bei uns in der Region hat man einmal Naples, unser kleines Küstenstädtchen. Wir haben Marco Island, unser Inselparadies und den westlichen Eingang in die Everglades. Dazu sage ich aber nachher noch ein bisschen mehr. Jetzt geht's erstmal los, genau. Naples kennen vielleicht viele auch schon, waren wahrscheinlich einige auch schon da, wie auch in Fort Myers, liegt ja direkt um die Ecke. Ist auch schön, dass unsere Regionen sich so ergänzen. Wenn man in der einen übernachtet, kann man ganz einfach die andere besuchen und andersrum. Das ist wirklich toll, weil es einfach sehr viel zu sehen gibt in kurzer Distanz. Naples ist, wie gesagt, unser kleines Küstenstädtchen. Wir haben hier nur 20.000 Einwohner und man hat hier wirklich das Gefühl, es ist auch ein bisschen mediterran, karibische Atmosphäre. Man sieht es hier auf dem Bild. Das ist die Naples Bay. Der kleine Pavillon hier in der Mitte ist eine kleine Cocktailbar. Da kann man auch wirklich ganz gemütlich sitzen und den Sonnenuntergang anschauen. So, dann habe ich noch ein paar Bilder mitgebracht von unserem Stadtzentrum. Wir haben ja mit Old Naples, mit der Fifth Avenue und der Third Street South unser kleines gemütliches Stadtzentrum, sind unsere beiden Flaniermeilen. Hier hat man Restaurants, Cafés, kleine Kunstgalerien. Man kann hier auf der Fifth Avenue sogar umsonst parken und einfach nur mal flanieren, zu Fuß gehen. Ich persönlich liebe das. Ich gehe immer als allererstes einmal auf die Fifth Avenue, lass das Auto stehen und schlender hier einmal hoch und runter, schau mir alles an, was gibt's Neues und geh in mein Lieblingscafé Fifth Avenue Coffee Company, um einfach ein bisschen anzukommen und in Florida die Luft zu genießen und alles aufzunehmen. So, natürlich gibt's neben der Fifth Avenue und Third Street auch noch andere Plätze in Naples, wo auch ganz gerne die Locals hingehen. Ich frage dann immer meine Kollegin von vor Ort, wo gehst du gerne hin nach Feierabend oder am Wochenende? Und da hat sie, das weiß ich aber auch schon so, da war ich auch schon ein paar Mal da, das Mercato empfohlen. Da gehen die auch ganz gerne mal abends hin. Das ist so ein im Norden der Stadt so wie ein bisschen amerikanischer. So ein Zentrum, wo es dann ein Kino gibt, ein Whole Foods, verschiedene Restaurants und Bars. Da ist dann auch schon mal Live-Musik abends und da geht auf jeden Fall, da geht's rund. Dann haben wir noch das Village on Venetian Bay. Das ist so, ich würde mal sagen, vom Norden von Naples und vom Stadtzentrum so in der Mitte gelegen. Da kann man dann auch, wenn man im Strandhotel wohnt, zum Beispiel im Naples Grand, wenn man sich hier ein Fahrrad ausgeliehen hat, kann man da gemütlich auch hinfahren mit dem Fahrrad. Und das ist auch nochmal ein Place to be. Dann unser Foodtruck Park. Und zwar ist der nur 5 Minuten von Old Naples entfernt. Das ist der Celebrations Park. Den gibt's seit November 2018, also knapp 3 Jahre oder ein bisschen mehr sogar als 3 Jahre. Und ich war gerade jetzt auch, tatsächlich hatte ich auch das Glück, im Januar praktisch nach Naples reisen zu dürfen und war auch dann direkt mal im Celebrations Park in Naples und habe mir das mal angeschaut, weil ich auch zum ersten Mal jetzt danach Corona da war. Was heißt nach Corona? Seit die Grenzen wieder auf sind.
kleiner Fauxpas, seit die Grenzen wieder auf sind, war ich jetzt da. Und es ist wirklich, wirklich cool gemacht. Es gibt 8 Foodtrucks, von 10 bis 10 ist geöffnet. Kleiner Tipp von mir für die Kunden. Wenn man zum Lunch hin möchte, sollte man nicht Punkt 12 da aufkreuzen. Ein bisschen vorher, damit man auch noch einen Parkplatz ergattert. Oder wenn man abends kommt, ein bisschen Live-Musik genießen möchte, lieber mal mit dem Uber fahren. Genau. So, dann geht's weiter. Ich habe jetzt ganz neu die Highlights von den Restaurant-Highlights, die wirklich so in den letzten 1-2 Jahren aufgepoppt sind, von meinen Kolleginnen erfahren. Das ist einmal auf der Fifth Avenue der Wine Room. Da gibt's super Wein. Dann haben wir im Parkshore Resort, aber unabhängig vom Parkshore Resort, das Hogfish Harry's. Ist auch ein Place to be, habe ich mir sagen lassen. Und in Old Naples, wer wirklich auf italienisches Essen auch in Florida nicht verzichten möchte, kann zur Molto Trattoria. Ist um die Ecke von der Fifth Avenue und auch ganz, ganz cool. Also auch um die Ecke von der Fifth Avenue haben wir das Café Del Mar. Ist auch sehr beliebt und auch ein Place to be. Also damit könnt ihr glänzen für eure Kunden, wenn ihr ganz, ganz neue, coole Restaurant-Tipps möchtet. Genau. So. Ich habe auch noch unser kleines uriges Hafenviertel mit dabei. Es ist Tin City. Die in Naples schon waren, kennen das wahrscheinlich. Es ist wirklich aus Blech und Aufstelzen gebaut. Es ist super urig. Es ist ein bisschen touristisch, aber auf eine charmante Art und Weise. Also ich gehe immer ganz gerne dahin, weil die haben auch tolle Restaurants. Ich habe da auch noch eine nächste Slide mitgebracht. Das ist ein Lunch beim Riverwalk Restaurant. Das ist ein privates Bild auch, die anderen auch. Man läuft da durch, es sind Souvenirshops. Man hat 2 Restaurants, auch noch der Pinchers Crab Shack ist auf der anderen Seite von Tin City. Da kriegt man wirklich frischen Seafood und sie sind beide lokal geführte Restaurants, also wirklich a place to be. Sollte man auf jeden Fall mal ein Lunch oder Abendessen mitgenommen haben. Genau. Dann habe ich noch Witziges mit dabei. Wie kommt man hier in Naples rum? Natürlich kann man mit dem Auto fahren. Man kann auch mit dem Fahrrad ein Fahrrad sich ausleihen. Was auch ganz cool und neu ist, sind solche Golfkarts, die man sich ausleihen kann und dann praktisch in Naples rumdüsen kann. Geht auch für Marco Island. Aber was ich auch noch cool finde, wenn man jetzt ein bisschen was Geführtes möchte, ist zum Beispiel eine Segway-Tour. Habe ich schon ein paar Mal gemacht. Finde ich normal super touristisch und anstrengend, aber irgendwie in Naples, die Tourguides sind so cool, die wissen auch irgendwie ganz viel, wer jetzt da wohnt in den Villen und man erfährt einiges über die Geschichte von Naples, also es macht Spaß und man kann da einfach rumcruisen, die Straßen sind ruhig, also man ist da auch sicher und genau. Dann hat man ganz links oben die Trikes. Das ist super witzig. Das ist ein privates Bild auch. Eine Tour mal mitgemacht. Da fährt man dann durch Old Naples mit diesem Trike. Vorne kann man seine Handtasche reinschmeißen. Es ist echt, also wirklich. Es das sieht so, in der Tat sehr witzig aus. Oder? Es ist total crazy. Es ist total goldig. Man düst dann da durch die Straßen rum und, ja, die sind elektronisch betrieben, also macht echt Spaß. Oder man fährt eben mit dem Naples Trolley. Das ist unser Hop-on-Hop-off-Bus, der durch ganz Naples fährt und seine Stellen hat, wo man aus- und einsteigen kann. Genau. Da kann man sich so Tagestickets dann holen. So viel zu Action in Naples auf der Straße. Genau, dann habe ich noch einen kleinen Tipp von mir, und zwar die Stand-Up Paddleboard Tour mit All-Water Excursions. Die ist im Norden von Naples. Haben die ihre Stelle, von wo aus sie Kajaktouren, Stand-Up Paddleboard Touren machen. Und ich hatte da auch schon ein ganz verrücktes Erlebnis auf so einer Stand-Up Paddleboard Tour, dass auf einmal ganz dunkel wurde um uns rum und dann einfach Manatees mit uns geschwommen sind. Und es war so, so toll. Deswegen kann ich das nur weiterempfehlen. Wenn ihr Kunden im La Playa Beach Resort habt, die können dann praktisch vom Hotel aus werden die mit All-Water-Excursions schon abgeholt und können so Touren buchen. Genau, also da hat man hier eine Kooperation mit dem Hotel. Die Trikes, das muss ich tatsächlich recherchieren. Ich glaube, man muss da schon ein bisschen älter sein. Also ich glaube, ja, ich recherchiere es für dich, Barbara, wie alt man sein muss, um mit den Trikes zu fahren. Genau. Und
ein Highlight, ein Place to be, entweder mit der Segway-Tour oder mit dem Trike. Man fährt hier immer vorbei, aber ich kann empfehlen, dass man auch so vorbeikommt am Naples Pier, ob das mittags, morgens oder abends ist. Es ist immer ein Highlight. Man kann ja auch Volleyball spielen. Wenn man Glück hat, sieht man Delfine. Und natürlich ist es hier wunderschön, den Sonnenuntergang anzuschauen. Man wird hier auch nicht alleine sein. Das ist so wirklich the place to be, um diesen Sonnenuntergang zu begutachten, das mitzumachen und einfach zu genießen und einfach auch im Urlaub so ein bisschen anzukommen, in Naples anzukommen und das Ganze einfach mitzunehmen. Genau, dann habe ich noch ein paar Beaches mitgebracht. Wir haben insgesamt 47 Kilometer Sandstrände in der Region. Die sind unterschiedlich, aber eins ist immer klar, sie sind einfach zugänglich. Sie sind grün bewachsen, sehr natürlich gehalten. Es gehen auch 50% der Tourismussteuereinnahmen in die Erhaltung von Stränden und anderen Naturprojekten. Und das ist uns super wichtig, dass man darauf achtet, weil uns ist bewusst, dass die Natur wichtig ist, dass wir auch der Tourismus davon lebt, dass es einfach sehr viel Wert drauf gelegt wird, dass alles erhalten bleibt. Hab euch mal mitgebracht den Clampass Beach links unten. Das ist der Strand, der direkt am Naples Grand Hotel liegt. Aber man ist ein öffentlicher Strand. Man zahlt hier nur zwischen 8 und 10 Dollar für das Auto, um das zu parken. Oder eben nördlich zwischen, also praktisch in der Nähe schon nach Fort Myers, ist der Barefoot Beach gelegen. Auch mehrfach ausgezeichneter Strand. Und in der Mitte von Naples ist der Loudermilk Beach Park. Auch hier ein öffentlicher Strand mit Parkgebühren, wenn man mit dem Auto kommt. Oftmals haben aber die Hotels auch Strand-Shuttles, dann kann man sich einfach absetzen lassen und praktisch auch später wieder abholen lassen. Da kommt gerade eine Frage brandneu rein. Wie sieht's mit Kindern aus bei euch an den Stränden? Sind die kinderfreundlich? Ja. Genau, also super kinderfreundlich. Bei vielen Beachparks hat man natürlich auch Toiletten dabei, also zum Umziehen noch Kabinen. Viele haben auch ein kleines Bistro mit dabei. Es gibt in manchen sogar Spielplätze. Die Strände sind flach abfallend, also die Kinder können da spielen, können am Strand sein, können Muscheln raussuchen, sammeln oder auch mal einen Seestern begutachten, aber auch wieder zurückbringen. Und genau, also sehr, sehr kinderfreundlich die Bademöglichkeiten hier bei uns. Apropos Kinderfreunde, ich habe gerade mal ein bisschen recherchiert bei den Trike-Tours. Die schreiben auf ihrer Seite einfach for all ages, also auch für Kinder möglich. Also sie werden wahrscheinlich kleinere haben. Vielleicht findest du ja nochmal irgendwelche harten Fakten raus, ob es da wirklich ab 5 oder ab 6 oder so ist. Ich schau mal. Ich denke, man muss auch einen Waiver unterschreiben, deswegen können die All Ages draufschreiben. Ja, wahrscheinlich. Ja. Aber grundsätzlich mit Kindern machbar. Ich sehe hier auch ein Bild, der ist vielleicht 8, 9 vielleicht oder so. Also, ja, die fahren auch nicht schnell. Also das ist wirklich, wirklich human gemacht und ist mit sehr viel Spaß verbunden. Genau. Jetzt habe ich euch noch mal kurz eine Übersicht mitgebracht, einfach nur zum Verständnis für Naples. Also man hat hier noch mal kurz reingezoomt, links Naples und dann hier mit dem rechten Bild ist der Kreis noch mal auf Old Naples gemacht, damit man versteht, in Old Naples haben wir kein Strandhotel. Das sind die Hotels verteilt in der Stadt, aber auch außerhalb von dem Kreis sind Hotels in der Stadt verteilt. Und in Naples sind dann die Strandhotels ein bisschen im nördlicheren Teil von Naples. Und ich habe euch ein, zwei Beispiele mal mitgebracht. Eins, was direkt auf der Fifth Avenue liegt, ist das Inn on Fifth. Das kennen viele wahrscheinlich, weil das sehr beliebt ist bei deutschen Kunden, weil man einfach aus der Tür rausfällt und direkt schon ganz viele Möglichkeiten hat, um abends essen zu gehen oder morgens frühstücken zu gehen. Dann das Lemon Tree Inn ist direkt um die Ecke von der Fifth Avenue. Das ist auch ein bisschen günstiger. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist echt super, sehr gemütlich und klein. Man hat den Garten, auch noch einen Pool mit dabei, aber natürlich ein bisschen einfacher. Aber man kann hier auch zu Fuß zur Fifth Avenue laufen. Das Naples Grande Beach Resort, das habe ich vorhin schon kurz erwähnt, ist am Clampass Beach. Also man sieht hier, man muss erstmal einen Mangrovenwald durchlaufen über einen Boardwalk oder mit dem Golfkart fahren, was hier immer bereitsteht, um einen dahin zu bringen. Und dann hat man hier einen wunderschönen Strand vor der Tür. Auch dieses Hotel ist sehr beliebt bei Europäern und es hat ein sehr, sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und liegt eben direkt am Strand über den Mangrovenwald. Dann hier das Parkshore Resort, das ist ein Apartment-Hotel. Das ist eben von dem Hogfish-Restaurant, was auch so zugänglich ist. Das Restaurant liegt im Zentrum vom Parkshore Resort. Und man sieht hier, das ist alles super grün. Das ist gerade um die Ecke vom Naples Grand, also auch ein bisschen im nördlicheren Teil von Naples. Jetzt geht's einmal 30 Minuten südlich nach Marco Island. Ich sage jetzt einmal ganz kurz, weil die Frage oft aufkommt, Naples oder Marco Island zum Übernachten.
Ich sag mal so, wenn die Kunden wirklich viel Ausflüge machen möchten, diesen Städteflair haben möchten, ist natürlich Naples sinnvoller, weil man da einfach aus der Tür fällt und schon ganz viel außen rum liegt. Wenn die Kunden aber sagen, oh, Fokus lieber wirklich auf Strand und ein, zwei Ausflüge, dann ist Marco Island besser, weil man natürlich auch in einer halben Stunde schon in Naples ist und hier einfach einen 7 Kilometer Strand vor der Tür hat und es sich auf jeden Fall dann lohnt, hier wirklich den Strand Erholungsurlaub zu machen. Marco Island ist die größte von den 10,000 Islands. Das sind Mangroveninselchen. Die sind in Everglades so vorgelagert. Hier haben Manatees ihr Zuhause, Delfine ihr Zuhause, Wasserschildkröten, ganz verschiedene Vogelarten. Und ja, es ist auf jeden Fall, es schaut wunderschön aus. Und man kann hier ganz viele verschiedene Ausflüge auch machen. Ich habe hier mal einen mitgebracht. Zum Thema Delfintouren ist einer meiner Highlights die Dolphin Explorer Tour. Rechts und oben links sind auch private Bilder von meiner letzten Tour. Es macht sehr viel Spaß für groß und klein. Also ich glaube, auf unserer Tour waren keine Kinder dabei und alle Erwachsenen sind komplett ausgeflippt, als die Delfine da hinten geschwommen sind, gesprungen sind und total viel Spaß hatten, hier in den Wellen vom Boot zu schwimmen. Und das Coole ist, hier hilft man sogar noch, die Population in den 10,000 Islands zu erforschen bei der Tour. Und die Guides, die Tour machen, die kennen wirklich jeden Delfin beim Namen und jeder Delfin hat auch einen Namen. Und falls aber ein neuer Delfin auftauchen sollte, kann man am Boot mit dabei sein und helfen, praktische Namen zu finden. Ist natürlich cool. Ja, für Kinder vor allem dann auch nochmal schön. Dann stoppt man hier auf Kevadin Island. Das ist so eine Insel, die ist zwischen Naples und Marco Island. Das ist also keine Straßen auf der Insel. Man hat 1, 2, 3 Häuschen, aber es gibt keine Straßen, keine Autos auf der Insel. Und hier hält man eben, um Muscheln zu sammeln, auf dieser Tour an. Es gibt auch andere Möglichkeiten, auf diese Insel zu kommen, entweder mit dem eigenen Boot oder auch noch mit dem Hemingway Water Express. Genau, auch cool. Ich sehe gerade, das hat hier jemand schon die Dolphin Explorer Tour gemacht. Freut mich sehr für dich, Daniela, dass du das schon gemacht hast. Das sind auch private Bilder von meiner letzten Tour. Also es ist wirklich unglaublich. Und man kriegt ein kleines Netz, wo man dann eben die Muscheln auch wieder mitnehmen darf. Auch hier gilt, nur was nicht mehr lebt, mitnehmen. Das darf man auch mit nach Hause nehmen. Alle Muscheln, die irgendwie noch lebendig sind, einfach liegen lassen, ganz sorgfältig wieder hinlegen, wie die Nadja schon gesagt hat. Ich bin ein kleiner Achtsamkeitsfreak und lieb's zu meditieren, deswegen habe ich das auch immer mit dabei in den Präsentationen, weil eben hier auf Marco Island zum Beispiel das JW Marriott ein tolles Angebot hat mit Meditation und mit Yoga am Strand. Und ich finde es immer ganz wichtig, dass man irgendwie nicht so durchrauscht durch die Rundreise, sondern eben auch so ein bisschen sich besinnt und da, wo man eben ist, auch alles aufnimmt und sich Zeit nimmt, um einfach Sachen anzuschauen und den Strand richtig zu fühlen und einfach ja ein bisschen anzukommen im Urlaub und nicht nur abzuhaken, weil es gibt natürlich viele, viele tolle Sachen. Was kostet die Tour, sehe ich hier gerade. Die Dolphin Explorer Tour, die kostet um die 50, 60 Dollar pro Person. Dann habe ich auf Marco Island, das ist noch wichtig zu wissen, wenn die Kunden nur als Besucher kommen, dann ist es wichtig, dass Sie wissen, dass man nur im nördlichen Teil von Marco Island, im Tiger Tail Beach oder im South Beach Access zum Strand kommt. Denn hier sieht man hier im Hintergrund, das ist praktisch der Hauptstrand. Das sind nicht alles Hotels, das sind hauptsächlich Apartmentwohnungen von Einheimischen. Es gibt tatsächlich nur 3 Hotels da, die hier für uns buchbar sind. Das ist einmal das JW Marriott, das Marco Beach Ocean Resort und das Hilton Marco Island. Die 3 sind sozusagen interessant. Aber der Tiger Tail Beach, wenn man die Kunden einfach so zum Ausflug schickt, ist auch wunderschön. Das ist er hier mit den Dünen. Und hier hat man, wie gesagt, kleiner Spielplatz noch mit dabei, also sehr, sehr kinderfreundlich gehalten. Und man kann sich auch Kajak, Stand-Up Paddleboards ausleihen. Ja, wo du gerade wieder so schön die Kurve zu Kindern und Strand schlägst, habe ich eine Frage noch offen, ja. Ob es irgendwelche bei der Tierwelt irgendwas gibt, wo man drauf achten muss, irgendwas Gefährliches, gibt es Seesterne, gibt es irgendwas? Also Seesterne gibt es, aber ich glaube, die sind nicht gefährlich. Ach Quatsch, Seeigel meine ich, sorry. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, also Christian, wenn du Angst vor Seesternen hast, auch verständlich. Das ist meine interessante Phobie. Ja. Tatsächlich habe ich jetzt noch von keinen Eskapaden gehört, dass da irgendwie gefährliche Tiere sein sollten. Aber generell gilt natürlich, es ist ein Ozean, man muss aufpassen. Man sollte trotzdem immer aufpassen auf die Kinder. Wer weiß, was angeschwemmt wird, das muss man glauben. Aber überall, also gibt jetzt hier nichts Besonderes, wo ich sage, nur hier muss man super krass aufpassen, weil es hier jetzt, keine Ahnung, Tausende von Seeigeln gibt, die man beachten sollte. Ja,
Alles genau. Gut. Aber vielen Dank, Silke, dass du von den Stachelrochen von Mai bis Oktober Bescheid weißt. Das ist gut zu wissen. Ja. Genau. Sehr schön. Genau, dann gibt's hier auf Marco Island hier noch so ein kleines Highlight. Das sind auch wieder private Bilder, also rechts unten nicht, der Rest aber. Old Marco, das ist so eine winzig kleine Straße, die man auf jeden Fall nicht verpassen sollte. Und da gibt's das Libby Fish rechts oben. Das ist auch ein Menü, das ich hatte, zusammen mit einer guten Freundin. Und da gibt's die besten Fischtacos oder Fischburger, wie man hier sieht. Und es ist super bisschen rustikal, einfach wie ein kleiner Imbiss gehalten und macht einfach Spaß, da mal durchzuschlendern. Gibt auch noch andere Restaurants und auch eine Bäckerei. Dann hier ein Highlight für mal eine andere anderes Erlebnis, den Sonnenuntergang zu erleben, und zwar mit der Sunset Kayak Tour, mit Everglades Area Tours. Es ist, die startet auf Goodland, der Nachbarinsel von Marco Island, und es ist wirklich ein Erlebnis. Und wenn man Glück hat, sieht man dann solche Bilder wie hier, während man diese Tour macht. Genau. Ich sehe jetzt gerade noch, wo gibt es Parkmöglichkeiten in Marco Island, wenn man in den Strand möchte und nicht dort wohnt. Beim Tiger Tail Beach kann man direkt parken. Das sind dann wieder $10, zwischen $8 bis $10 für den Tag, um dort das Auto zu parken. Genau, hier habe ich euch noch eine kurze Inspiration vom JW Marriott Marco Island mitgebracht. Also man hat hier die Beach Cabanas. Links ist praktisch der Eingangsbereich. Rechts unten sieht man auch praktisch die Eingangshalle. Es ist ein unglaublich schönes Hotel. Die haben auch ganz neu ist es nicht mehr, aber Ende 2018 haben die ihren Adults Only Tower, den Lanai Tower, geöffnet. Das ist auch nochmal mit einem eigenen Pool. Ich war da jetzt gerade im Januar. Es ist wirklich ein Traum. Es ist unglaublich schön, wenn man auch wirklich ein bisschen Abstand möchte. Vielleicht ist man auf einem Pärchenurlaub und möchte keine Kinder um sich haben. Dann ist man da oben auch noch mal ein bisschen separat. Hat hier das Frühstück mit dabei und hat einen privaten VIP-Check-in. Das ist hier noch mal ein bisschen extra dann. Dann geht's einmal, jetzt wird's ein bisschen sumpfiger. Und zwar haben wir einmal den Everglades National Park. Habe ich ja vorhin schon angeteasert, dass wir den westlichen Eingang hierzu haben. Und da habe ich jetzt gleich mal meinen Lieblingstrail mitgebracht, den Tamiami Trail. Das ist einmal die 41, die rote Linie, die ihr hier seht. Der führt einmal von Tampa nach Miami. Deswegen heißt der Tamiami. Es ist die landschaftlich reizvollere Route. Viele von euch kennen die wahrscheinlich oder haben die schon den Kunden empfohlen. Ich liebe diese Route, weil man hier praktisch den Weg schon als Ziel hat, sage ich immer ganz gerne. Von Naples und Marco Island sind es circa 45 Minuten nach Everglades City. Und dann hat man hier beim Port of the Island Hotel eine Manatee-Tour. Wichtig zu wissen ist natürlich, man kann hier in der Region nur vom Boot, vom Kajak aus die Manatees begutachten. Schwimmen darf man mit denen nicht. Für alle, die gestern schon im Webinar mit dabei waren, wissen, dass das nur in Crystal River möglich ist. Und hier kann man die tatsächlich nur von oben anschauen. Genau, dann habe ich hier ein kleines Highlight. Das ist einfach total witzig, weil das kleinste Post Office in den USA total Aufsehen erregt. Wenn ich das bei uns auf Social Media poste, flippen alle komplett aus und sagen, sie kennen das, schicken Bilder und sind total aufgeregt. Ich habe da echt auch, das sind auch tatsächlich private Bilder. Hier ist auch der Angestellte, der hier dann die Stamps verteilt. Ist wirklich super süß und vielleicht auch nochmal eine Anregung, um dort dann eine Postkarte einzuschmeißen. Und für die zu Hause, Familien oder Tanten, was auch immer, noch eine kleine Erinnerung zu schicken. Tut mir leid, meine Nase juckt. Wupp. Entschuldigung. Genau, dann ist der Weg das Ziel auch mit Boardwalks. Einmal den Big Cypress Bend Boardwalk. Schon wieder ein Zungenbrecher, also ich habe es heute. Big Cypress Bend Boardwalk. Hier kann man kostenlos einmal in die Natur und hat hier die Möglichkeit, einfach morgens oder abends sieht man am ehesten nochmal Tiere. Genau. Da kann man auch davor direkt parken und dann einfach auf eigene Faust reingehen. Everglades City, wenn man dann angekommen ist, ist unser kleines Fischerdörfchen, Teil von unserer Region. Es hat nur ca. 400 Einwohner, gefühlt irgendwie nur 10, 12 Straßen. Und es ist tatsächlich so das westliche Tor in den Everglades National Park. Hier auch nochmal ein paar Food Inspirations. Einmal Joanie's Blue Crab Café, das befindet sich noch auf dem Tamiami Trail. Oder in Everglades City hat man das Triad Seafood Market und Café. Da gibt es auch Stone Crabs. Wenn man Saison hat von Oktober bis Mai, hat man hier auch ein All-You-Can-Eat Stone Crab Buffet. Genau. Dann habe ich hier eine meiner Lieblings Kajaktouren mit dabei. Das ist die mit Everglades Area Tours, die Mangrove Tunnel Kajaktour. Super spannend. Das ist auch ein privates Bild von mir, die zwei Linken. Und es
ist einfach unglaublich, wenn man hier mit dabei ist. Es wird ganz still um einen rum. Man ist wirklich so auf Augenhöhe mit der Natur. Alligatoren sind in den Mangroven versteckt. Die verschwinden natürlich gleich, wenn die merken, dass da jemand, dass sie jemand gesehen hat. Also überhaupt nicht gefährlich, weil ich merke schon, dass bei normal ist es so, dass bei vielen dann der Atem kurz wegbleibt, wenn diese Tour aufkommt. Aber es ist wirklich eine schöne Möglichkeit, um einfach ein bisschen einzutauchen. Ich habe hier auch noch ein kleines Privatbild von meiner Airboat-Tour, meiner letzten, mitgenommen. Das gibt natürlich auch noch die Möglichkeit, eine Airboat-Tour zu machen. Hier ist bei uns auf der Seite weniger frequentiert, nicht ganz so überlaufen, weil wir diesen Tagestourismus von Miami einfach nicht bei uns in der Region haben, weil es zu weit weg ist. Nach Miami sind es nämlich circa 2 Stunden 20. Eine kleine Hotelinspiration, falls die Kunden sagen, ach, wir möchten nicht in Marco Island oder Naples übernachten, möchten aber die Kunden in die Everglades schicken und nicht nur eine Tour machen, dann ist das Ivy House interessant. Das ist auch bei den meisten Veranstaltern mit dabei. Und das war's von meiner Seite. Vielen, vielen Dank von mir. Und es ist schön, dass manche schon da waren und auch schon ein paar Touren gemacht haben, sich auch schon auskennen. Freut mich sehr und hoffe, ihr kommt bald wieder rüber. Ja, vielen Dank, Anne. Das war super. Also man merkt, warum ihr euch die Paradise Coast nennt. Das ist nicht untertrieben, würde ich sagen. Sehr, sehr schöne Ecke. Nee, richtig toll. Dankeschön. Ich glaube, wir haben gerade keine Fragen offen. Falls ihr noch Fragen habt, hier nochmal die Kontaktdaten von allen drei Präsentatorinnen und Präsentatoren. Bevor ich euch entlasse, habe ich aber noch ein eigenes Thema. Ich habe es gestern schon mal angeteasert. Jetzt ist es tatsächlich soweit. Unsere Website ist online, die neue. Ich habe eben schon eine E-Mail rumgeschrieben. Für 10 Minuten lang ging der Passwortlink nicht. Jetzt aber alles in Ordnung. Jetzt klappt alles, wie es soll. Und ich würde euch gerne die Seite einfach nur mal kurz zeigen. So. Das ist unsere neue Website, ist viel schöner, als sie jemals war vorher. Das war auch bitter nötig. Ihr werdet viele neue Informationen finden. Ihr habt, wenn ihr euch einloggt hier oben über diesen Button, das ist ganz wichtig, das müsst ihr, am Anfang müsst ihr das einmal machen, um euch ein neues Passwort zu geben. Einloggen, dann erkennt die Seite, ihr seid ein Reisebüro. Ihr kriegt exklusive Inhalte angezeigt, wie zum Beispiel hier, das ist dann unser neuer Reisebüro-Bereich. Da gibt es im Moment Infos zu Webinaren, zu Newslettern. Weiter unten gibt es dann die Beiträge von unseren Mitgliedern. Das ist was ganz Wichtiges, Neues. Hier gibt es ganz viele verschiedene Sachen, die ihr rausfinden könnt. Ihr könnt Infos zu Bilddatenbanken euch holen. Ihr könnt dann sehen, wer hat eine Bilddatenbank, wer hat eine Schulung gerade online. Also könnt das genau nach Themen, nach Unterkunftstipps alles sortieren. Oder aber natürlich auch, wenn ihr sagt, ich suche Infos zu einer bestimmten Region, ich suche einen Ansprechpartner. Wir suchen uns jetzt mal Infos zu Fort Myers raus. Habt ihr hier die große Karte? Kommt zur Übersicht von Florida. Und da gucken wir, wo wir Fort Myers finden. Das sind dann all unsere Mitglieder, die es zu Florida gibt, die mit Florida zu tun haben. Und hier haben wir Fort Myers. Zack, klicken wir drauf. Dann kommt ihr, seht ihr einmal das ganze Profil von Fort Myers. Ganz viele Infos zu Fort Myers. Und wenn ihr sagt, an wen wende ich mich denn da? Da seht ihr dann Nadja fröhlich vor dem Sonnenuntergang winken. Also guckt mal rein, also die Seite macht Spaß. Es gibt viel mehr Infos, als es vorher gab. Das habe ich gerade schon gesagt. Viele neue Funktionen. Es wird ständig mehr dazukommen. Das ist ganz wichtig. Das heißt, die Seite wächst. Unsere Partner werden ständig neue Infos dazu packen, neue Insider-Tipps reinpacken, neue Unterkunftstipps. Also die Seite wird wachsen und wachsen und wachsen. Und ihr werdet da wirklich sehr, sehr viele gute Infos finden. So. Das einmal unsere neue Website. Auch wenn irgendwas nicht klappt, wenn ihr irgendwas findet, wo es nicht funktioniert, wo ein Link tot ist, wo irgendeine Funktion nicht so funktioniert, wie sie soll, gebt mir da bitte Bescheid. Wie gesagt, die Seite ist brandneu, da wird es dann irgendwo ein bisschen knirschen im Getriebe. Aber ich glaube, wir haben so gut wie alles ganz gut hingekriegt bis jetzt. Das ist der Ausblick auf morgen. Wir haben morgen 4 Präsentationen, das heißt, morgen müssen wir uns richtig ranhalten. Ich werde ein bisschen strenger auf die Uhr gucken, als ich es die letzten beiden Tage gemacht habe, damit wir da auch in der Zeit bleiben. Wir hören ein bisschen was von Expedia Tab, dem Reisebüroprogramm von Expedia, was die euch bieten können. Cunard, Kreuzfahrten in Florida, in Alaska, in den ganzen USA. Das wird spannend, auch Transatlantik, sehr luxuriös. Das ist ein Thema, das wir noch nie hatten bei WUSA, dieses neues Mitglied. Wir gehen nach Miami, natürlich auch immer ein Klassiker, auch immer für die Kunden viel wert, da was Neues zu wissen. Und dann Travelers Autobahn ist auch ein ganz anderes, ganz spannendes Thema.
Das sind kleine Campervans in Kalifornien und in Nevada. Das heißt, die Alternativen zu den großen Wohnmobilen. Also morgen machen wir einen Rundumschlag. Da werden wir ganz viele verschiedene Themen haben. Und da freue ich mich auch schon besonders drauf. Ansonsten, Anne, herzlichen Dank. Ich glaube, Nadjas Bild rotiert gerade wieder bei mir. Nadja, ja, ich bin aber da, aber ihr könnt mich da, nicht okay. sehen. Ja, aber wir hören dich, das reicht. Ganz kurz, Christian, da war noch eine Frage, ob man sich neu für den Newsletter anmelden soll. Jetzt mit der neuen Webseite. Wenn ihr beim Newsletter angemeldet wart, das haben wir übernommen. Da müsst ihr euch nicht neu anmelden. Genau. Gute Frage. Vielen Dank. Danke, Anne. Sonst waren alle Fragen. Ja, ich sehe gerade, die Fotos der Veranstaltung, die kommen auch wieder. Die werde ich jetzt nach und nach wieder rüberholen. Das war jetzt nicht das Wichtigste für den Launch der Webseite, aber das wird auch kommen. Also keine Sorgen, die ganzen Halloween-Fotos werden wiederkommen. Das ist super. Perfekt. Und dann bedanke ich mich für eure Zeit und wir hören uns und sehen uns dann morgen wieder. Danke, Anne. Danke, Nadja. Florian musste leider schon los. Der hatte den nächsten Call schon. Auch in seinem Namen natürlich herzlichen Dank für die Zeit, fürs Zuhören. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Tschüss. Dankeschön. Bye. Tschüss.